Die Rheinhessen-Fachklinik Alzey ist ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie. Das Versorgungsgebiet der Klinik umfasst die Stadt Worms sowie die Landkreise Alzey-Worms, Mainz-Bingen und Bad Kreuznach. In der Stadt Mainz bietet die Rheinhessen-Fachklinik in Kooperation mit der Universitätsmedizin Mainz Behandlungsangebote im Bereich der Kinderneurologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Mit ihren spezialisierten Fachabteilungen bietet die Klinik differenzierte Behandlungsangebote für alle Phasen des Lebensalters an. Das Spektrum umfasst Kinder und Jugendliche ebenso wie Erwachsene im mittleren Lebensalter und reicht bis zu alten und hochbetagten Menschen. Patientinnen und Patienten werden in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey mit modernsten diagnostischen Methoden untersucht und von multiprofessionellen Teams mit individuell abgestimmten Therapieformen behandelt. Ein Hochseilgarten im Parkgelände der Klinik, therapeutische Gespräche oder der therapeutische Einsatz von Tieren sind nur einige Facetten des vielfältigen Behandlungsangebotes. Im Rahmen einer Kooperation erfolgt die radiologische und nuklearmedizinische Diagnostik rund um die Uhr durch die radiologische Gemeinschaftspraxis Alzey auf dem Gelände der Klinik. Dies ist besonders wichtig für akute Schlaganfallpatienten, die auf der Stroke Unit der neurologischen Abteilung der Klinik aufgenommen und behandelt werden. Neben der medizinischen Behandlung wird auf der Abteilung für neurologische Frührehabilitation auch frühzeitig die soziale und gegebenenfalls die berufliche Rehabilitation vorbereitet. Die kinderneurologische Abteilung betreut in Zusammenarbeit mit den Spezialambulanzen der Rheinhessen-Fachklinik Mainz Kinder mit neurologischen und sozialpädiatrischen Krankheitsbildern. Die Kinder können auf Wunsch auch gemeinsam mit einem Elternteil aufgenommen werden. In der Tagesklinik im Zentrum der Stadt Alzey nehmen die Patientinnen und Patienten tagsüber an einem strukturierten Therapieprogramm teil. Die Abende und Wochenenden verbringen sie in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung. Neben den stationären Angeboten im Bereich der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik bietet die Klinik über ihre Institutsambulanz und ambulante psychiatrische Pflege aufsuchende Dienste an, um das Umfeld der psychisch kranken Menschen mit einzubeziehen und die soziale Integration zu fördern. Die Rheinhessen-Fachklinik Alzey ist auch eine bedeutende Aus- und Weiterbildungsstätte. Junge Menschen können hier die Ausbildung zur staatlich examinierten Gesundheits- und Krankenpflegekraft absolvieren. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin Mainz beteiligt sich die Klinik an der Ausbildung von Medizinstudentinnen und Studenten. In den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie kann in der Klinik die fachärztliche Weiterbildung vollständig durchgeführt werden. Wie man unschwer bemerkt, arbeiten wir hier in der Rheinhessen-Fachklinik in allen Bereichen nach modernsten, wissenschaftlich begründeten Strategien, wobei im Bereich der Psychiatrie zum Beispiel neben der Umsetzung der Sozialpsychiatrie auch die Psychosomatik selbstverständlich in unserem Angebot vorhanden ist. Dies alles erachten wir als selbstverständliche Verpflichtung den uns anvertrauten Patienten gegenüber. Neben dem Fachlichen ist es uns aber genauso wichtig, einen menschlichen Umgang zu pflegen, sowohl mit unseren Patienten als auch unserem Personal. Dies findet sich auch in unseren Leitsätzen wieder.
ist es ein ganz wesentlicher Bestandteil des sogenannten Dialogs zwischen Betroffenen, Angehörigen und den Professionellen. Und an der Erfüllung dieser Forderung müssen wir uns kontinuierlich messen lassen.